Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wir sind zu dritt, wollen überleben. Und ich spiele Jonah mit Gelegenheit nutzen, Blendgranate, Adrenalin und hartem Nehmen. Ich muss dann gleich schon wieder an unser Gedicht denken, Melanie. Oh ja. Oh, es ist die Feu. Die Seuche. Die Feusche? Ich leuchte schon, wieso leuchtet Tim? Nein, das war Jake, ich hab's genau gesehen. Ich hab ein Videobeweis. Oh, die hat mich von meinem scheiß Umschlag weggezogen, die dumme. Nee, sie trägt mich weg, aber sie wird den gleich machen. Melanie, du bist grad mega leise. Leise? Da auf der Ecke, wo ich hänge. Die hat Geiselhaken, Schmerzens eh schon. Nein, die machen jetzt einfach. Fuck! Oder? Bitte. Ja, sie macht den hat die gerade gemacht, ne? Alter, ich leuchte jetzt. Oh, ich hasse sie so sehr, ne? mein Hass auf den Killer ist so groß. Ja. Hä, warum bin ich denn leise? Jetzt bist du wieder normal laut. Bei mir bist du normal laut. Okay, die Feusche ist jetzt bei mir. Auf dem Hallen, jetzt bist du wieder leise. Hä? Ne, bei mir bist du normal laut. Wirst du gleich wieder verletzt sein, Sarah, wenn deine... Das liegt an... Meine Seuche weiter verseucht. Guck mal, hier ist noch ein Toter. Ja, okay, ich verseuche mich dann mal. Geh nicht mal verseuchen. Obwohl, eigentlich muss ich mich ja verfeuchen, ne? Das ist ja die Feuche. Oh, die ist ja bei mir. Mit diesem merkwürdigen Jön hier in der Ecke, der so ganz random hier in der Ecke steht. Der da so ganz einfach so einfach und verloren. Ich bin einfach verloren in der Ecke. Das irritiert mich massiv. Tja, Melanie, den kann ich eigentlich nur fragen. Tut dir Dinge? Ja, ja. Hast du den Farbfilm vergessen? Mein Mist. Ey, ich werde diesen Ohrwurm auch niemals los, ne? Sebastian hat schon damit angefangen. Ja, tatsächlich. Das ist super kurze. Oh. Wir möchten euch immer mitteilen, dass Tim jetzt übrigens seit neuestem Tindern Michael heißt. Ja. Oh ja. Tindern Michael. Diese Runde könnte werden etwas heikel. Ja. Oh, ich hab hier einen Toolbox-Lieferservice. Oh, was machst du da, Melanie? Ja, was machst du denn da? Ich hab's selber verkackt, weil ich sehr unkonzentriert, da war ich so lachen. Bringt doch keinem was. Oh nein, jetzt sag ich. Was hast du eben gemeint, Tim? Ich hab einen Toolbox-Lieferservice. Der Jake ist eben angelaufen gekommen, hat eine grüne Toolbox neben mich gestellt und ist weitergelaufen. Oh, wie süß! Oh mein Gott, ist das süß! Heute passieren irgendwie nur seltsame Sachen. Sie geht zum Gen zurück. Warum ist eigentlich gar kein Gen? Ah, oh, sehr gut. Ja, ist ein Gen gemacht. Ich komm dich retten. Nein, ich bin da. Nee, aber ich muss doch noch zwei Leute retten. Sie ist doch wieder bei mir, Achtung. Kommt bitte noch nicht retten. Na gut, dann geh ich wieder zum Jam. Ach Mann. Da war ich mal nicht voll gekotzt. Hat die noch super Kotze? Nee, ne? Nee. Ich lauf an Pfosten! Nein! Sarah, vielleicht musst du mich holen. Tim läuft an den Pfosten. Das klingt wie Opa-Plätze in der Badewanne, so Tim. Ich hab alles im Griff. An den Posten. Ich hab alles im Griff. Aber ich muss auch machen. Ich würde dich ganz gerne vorher mal ganz kurz heilen, auch wenn es nicht so sinnig ist. Sonst hast du nicht der Mist. Nee. Wenn dann einfach Totem, Tim. Was? Ja, ich hab meine... Nein! 600%? Ja, nein! Ich muss noch irgendjemanden heilen. Ja, kannst du mich gleich heilen. Nee, kannst du nicht, weil ich voll verseucht bin. Okay. Ich verseuche dich jetzt mit, Sarah. Obwohl, nee, doch. Nee, tust du nicht. Ich geh gleich Tim holen, wenn wir den Umschlag gemacht haben. Nein, wenn wir die gerne noch abgemacht haben. Oh Gott, ich bin... Die kommen zu den Personen, die am Generator hocken. Ja, wir sind jetzt aber schneller weg, als du gucken kannst. Schneller als der Wind sind wir. Mhm. Vielleicht folgt sie uns möglicherweise. Ha! Sie hat mich doch gesehen. Na, sie folgt bei mir. Okay. Tim, noch Mike. Nein, Frau Killerin! Lass mich nicht einmal heilen, auch wenn... Ich bin doch voll verseucht.
Ja, egal. Achso, gut. Du kannst mich ja teilen. Doch, kann ich nicht? Nein. Doch, das schon. Der Jake hasst mich jetzt. Warum? Weil ich ihn jetzt verseuche. Ich habe ihn aber auch mit verseucht, auch im Dämm. Gut, dann hast du uns beide. Ja. Ich denke, das war ich. Ich will nicht schon wieder sterben, ich will doch einmal nochmal kommen, bitte. Nur einmal heute. Ein einziges Mal. Das kriegen wir hin. Kommt jemand verseucht auf mich zugerannt? Das ist der Rando. Ist Jake. Oh, da kommt die Killerin direkt. Nein, Jake, bitte deck mich doch wenigstens. Was passiert da schon? Sie folgt mir. Ich komme nicht. Wo bist du denn? Warum? Killer heute alle so. Ich das liegt an deiner Umschlag hier. Nein. Ich will was nicht. Bitte wenigstens, bitte. Nein, lass mich davon nicht abhalten. Ich werde sterben. Elendig sterben. War schön mit dir. Ich hab wirklich alles gegeben. Ich bin heute jede Runde zuerst gestorben. Mit euch und davor mit den anderen auch. Oh nein. Oh nein. Da macht es mich ein bisschen traurig. Oh Gott. Melanie, ich hab kurz Angst vor dir. Wieso? Warum? Das klang gerade so ein wenig geistig. Gestört so. Langsam macht es mich ein wenig traurig. Das war aber gruselig, mehr gruselig als traurig. Das hat den gewünschten Effekt gehabt, aber das ist okay. Melanie, du bist jetzt, ab sofort bist du jetzt gruselig. Okay, ja. Das ist für mich mal was anderes, ehrlich gesagt. Ja, warum auch traurig sein, wenn du auch gruselig sein kannst? Eben. Ja, glaube ich, in Rando, das heißt, ja, du kannst Dinge tun. Ja, ich bin entjagt worden. Die hat mich einfach gefunden. Sie hätte auch immer zum Rando folgen können, der noch gar nicht hing. Ich möchte, ja, dass sie... Ja, wahrscheinlich genau deswegen. Ja, ich möchte, dass irgendwann ist der Punkt, da muss mal einer rausgenommen werden. Ich möchte trotzdem, dass sie den Killer fertig macht. Tunneln ist keine Option. So, gucken wir mal, dass ich hier gleich einen Generator suche. Oh. Tim, machst du dann auch Dinge? Du machst gar keine. Ich hab die ganze Zeit einen Generator gemacht. Oh nein! Oh, was ist da passiert? Das frage ich mich auch. Wieso was passieren konnte. Mach dich darauf gefasst, dass ich nicht. Nein, entspann mich. Ich hab alles im Griff. Das schenkt bei dir. Warte mal. Da bist du. Ich glaube, ja, der kommt zu mir. Warum wäscht er sich die ganze Zeit? Sarah wäscht sich auch die ganze Zeit. Ja, aber der ist nicht voll infiziert. Dann weiß ich. Der schenkt dem Killer die ganze Zeit die Superkotze. Okay, Superkotze. Er wird verfolgt, ja. Timmy, ich komme. Ja, der Jake ist noch hier. Fand er mich jetzt ab? Nee. Ja, der rennt halt mit dem Killer übers Schiff und ich hänge neben dem Schiff. Ich weiß nicht, wie das ist. Tja, das. Oh, jetzt kommt der Typ. Oh ja, geil, fahr mich ab. Geiler Typ. Oh, schön. Ich möchte nur anmerken, dass er keine geringe Zeit hat. Aber sie hat jetzt den Rando, das heißt, Tim kann jetzt nicht durchstimmen. Immerhin hängt er jetzt. Oh, wir haben Stromstoß. Nein, das ist immer noch Geiselartenschmerzen, Echo. Okay, ich hatte ja auch abgefarmt, ne? Weil die Killerin war ja auch dann direkt da. Und ich muss ja genesen. Das finde ich ein wenig wütend auf den und auf die Killer. Kannst du den holen? Ja, ich war gerade auf der Ecke und bin umgedreht. Ja, die ist halt noch da. Also die ist noch am Schiff. Ja, sie hat mich gesehen. Ich kann nicht. Dann geh ich. Mich angekotzt, die Alte. Der alte Besen. Vor allem, warum abfahren, wenn man keine geliehene Zeit hat? Die folgt mir nicht mehr. Folgt mir wieder. Ja, das verstehe ich auch. Obwohl, letztes Mal hat ja bei mir die geliehene Zeit auch nicht getriggert. Aber er hat ja auch keine geliehene Zeit. Ja, aber braucht man auch nicht mehr unbedingt. Du hast ja jetzt immer... Ein Schlag frei, wenn er unmittelbar nach dem Abhängen kommt. Ach
Oh, jetzt ist der Jim wieder bei mir. Und der wischt sich schon wieder. Sarah, kannst du dich noch ein bisschen beschäftigen? Ja, aber nicht mehr so lange tatsächlich. Melanie, was macht denn der Jake? Der Jake ist an dem Gen auf dem kleinen Schiff. Okay. Der hat jetzt ein Drittel, etwas über ein Drittel. Okay. Bin mir nicht so sicher, ob die noch Bock auf mich hat. Ich glaube, sie folgt dir schon gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Meine ist jetzt circa bei der Hälfte. Doch, doch, sie folgt mir noch. Ja, sagen, das ist auch bei der Hälfte. Du machst es sehr gut, Sarah. Ja, auf jeden Fall. Nur noch kurz. Ich glaube, sie folgt mir nicht mehr. Ich weiß auch nicht, dass sie gar nicht mehr kommt. Ja, hier kann man sie ganz gut so ein bisschen. Ich glaube, dass er eben Jake in der Nähe irgendwo, glaube ich. Er ist gerade von seinem Gen weg und versteckt sich. Die ist eine Killerhütte, die ist eine Killerhütte. Okay. Na, das Schade ist super kurz so geholt. Kannst du einen Generator machen? Ja, ich bin wieder dran. Ja, die kommt zu dir, glaube ich. Ja, die kommt zu dir, pass auf. Ja, ich Oh, das Bockfahrzeug ist nicht gut. Nee. Der vom Jack ist so 70% ungefähr. Mhm. Oh oh, ich liege gleich. Das muss noch einmal hängen. Ja, jetzt. Okay, 95%. Ich spiel zu viel Hand. Ich versuche die ganze Zeit die Map aufzumachen, um meine Items durchzuwechseln. Und es geht einfach nicht. Ah, es wäre schön, wenn man auch mal die Items. Oh, jetzt bleibt sie vor mir stehen und schlägt mich die ganze Zeit. Oh. Nee, jetzt geht sie wieder. Warte, ich mach erst auf. Sarah, du siehst, wo der Ausgang ist. Ja, hinter der Killerhütte, ne? Nein, hier, direkt hinter dir. Unmittelbar hinter dir. Ach, da hinter dir. Okay, perfekt, ja. Killerin ist aber nicht weit weg. Ich sehe sie. Zwischen euch irgendwie da am Rand. Ja, jetzt. Ich mach auf, dann hole ich mich. Ja, entspannt, alles gut. Im Idealfall findet sie den Jake. Yep, hat sie. Okay. Jay kommt, so komm. Ich kann jetzt nochmal blocken. Sarah, geh einfach aus, ja? Nice, sehr schön aus. Na, also. Ja, schön, dass ihr entkommen konntet. Schade, dass du es nicht geschafft hast. Ach ja, zur Zeit wo seht der Keks nochmal. Nächste Runde. Ja. Okay, das war eine weitere Folge Dead by Daylight. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, zeigt es halt nur einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Dead by Daylight sehen wollt. Schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.